So, willkommen bei Mein Klon Folge 27. Da sollte passen. Ja, passt. Sehr schön. So, wir erstmal ich euch rumführen in der Stadt, in der City, in der Angel Town und im Spawnpoint. Am Spawnpoint. Beim Spawnpoint. Ist ja auch egal. So. So, und zwar haben wir jetzt einen neuen Bauherr, Nächste Folge. So, und zwar, genau, dieser Exo, der gerade on ist, der ist quasi ein neuer Bauherr hier. Master Warcraft ist gerade ein bisschen, ich sag mal, inaktiv. Was ist hier schon wieder los? Von daher ist gerade Exo hier alleine. Laufe ich in die falsche Richtung? Ja, ich laufe in die falsche Richtung, kann das sein? Ja, ich laufe voll in die falsche Richtung. Wow. Genau, und dementsprechend hat Exo jetzt auch selber schon ein bisschen Hand angelegt am Spawnpoint etc. Also am Spawnpoint jetzt weniger. Da ist ja quasi alles fertig. Wie gesagt, Spawnfeld ist an sich schon fertig, heißt also, der hat sich jetzt auch nicht mehr so viel getan. Allerdings um den Spawnpoint herum, heißt also Angel Town hat sich ein bisschen was getan, aber vor allen Dingen zwischen Spawnpoint und Angel Town, das alte Tor ist jetzt weg. Da konnte man einfach nicht allzu viel mit anfangen. Da ist jetzt ein neues Tor, das sieht richtig geil aus. Und hinter Angel Town, vom Spawn aus gesehen, da plan ich und Exo gerade ein Großprojekt, also ein etwas größeres Projekt. Ja, der hier ist neu. Ein riesengroßer Kopf, der ist von Master Warcraft. Der hat ja selber einen eigenen Server, also will einen eigenen Server machen und hat da den praktisch von seinem Server unseren Server gesponsert. Wow, wow, Framedrops des Grauens, was ist hier los? Ansonsten haben wir hier noch, was vielleicht auch noch neu ist, hier, ich weiß jetzt nicht, was alles schon beim letzten Let's Play mit bei war. Hier haben wir ein Zoo. Ah, richtig schön. Hier kann man so mit kleinen Mini-Ständen ganz normal. Und dann hat man hier halt richtig schön Zoo, wo verschiedene Gehegearten sind. Da kann man Knöpfe drücken und dann kommen Tiere. Hier haben wir dann eher so Eislandschaft. Kennt man vielleicht von dem alten, quasi wie das alte Museum in der alten Map. Nur halt jetzt so für Tiere und so. Ja. Wo? Das war die falsche Taste. So viel dazu. Wir haben auch noch was Unterirdisches. Da sind dann so andere kleinere Sachen, wie zum Beispiel hier ein See. Sieht man jetzt eher weniger, weil es wegen dunkel und so. Und hier haben wir eher so, ja, Höhle etc. Hier sieht man noch weniger. Ist halt Höhle. Deswegen gehe ich auch mal schnell wieder raus, weil ich glaube mal, die meisten werden hier jetzt gerade sowieso nichts erkannt haben unten. Von daher, Kack-Server. So, da sieht man schon. Das neue Tor. Ja. Ein bisschen asiatischer Stil. Um genau zu sein, chinesisch-japanischer Stil. Das, wie gesagt, das alte Tor war ein bisschen sehr groß und dementsprechend haben wir es uns hier für so eine Sachen. Entschieden. Und das hier ist von Exo komplett gebaut. Und ich habe praktisch dem Ganzen noch einen kleinen so einen Park gesponsert, die mit zwei Bäumen. Richtig in so einem kleinen, ja, ich sag jetzt mal, wie nennt man sowas? Halt, ja, richtige Steinumrandung halt, wie auch immer man sowas nennt. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich
hier auf der Seite nochmal genau das gleiche, so dass praktisch im Gesamtbild der Torbogen hier quasi in die Bäume hier so optisch reingeht, sage ich jetzt mal. Und ja. Nice. So, ansonsten haben wir auch noch hier weiter hinten, hinter dem Marktplatz gesehen. Haben wir auch noch so ein kleines Tor. Und das geht, wie er jetzt erwartet, zu einem Dojo. Auch gebaut von Exo. Da, 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 da. Oh, ja, Ende. Ja. Also, Exo hat sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Alter, stockert hier gerade ganz schön. Oh, mein Sichtfeld ist normal. Verstehe ich gerade nicht. Ich glaube, mein Sichtfeld ist ein bisschen weiter runter. Ne, stockert immer noch. Leckt also nicht daran. Na, wer weiß. Ja. Das, wie gesagt, hier so als Dojo. Und wie gesagt, die beiden Sachen sind jetzt schon soweit fertig. Da fehlen bloß noch so Feinschliffe. Also hier, da bei dem Dojo zum Beispiel halt die Innenausstattung und so. Und die Treppen sind noch nicht ganz gut gelöst. Ja, das Tor ist fertig. Mit seinem Park und den Bänken hier. Und unser nächstes Projekt, hier, Angel Town hat sich auch mittlerweile ein bisschen zugebaut. Sieht jetzt schon aus wie eine Stadt. Und nicht mehr wie eine kahle Landschaft. Und was wir jetzt gerade hier bauen, ist das da. Eine Tempelanlage auf dem Meer. Yeah. Ja, Exo hat so ein paar kleine Extra-Vorlieben, zum Beispiel das Ding hier. Das hat er irgendwo mal gesehen gehabt und wollte das hier unbedingt nachbauen. Habe ich ihm mal gelassen. Wobei ich das Ding hier wahrscheinlich aus Diamant gemacht hätte, so als Diamantspitzhacke, kennt man ja. Aber gut. Ja, und das wird hier praktisch gesagt, eine Tempelanlage, kennt man ja, scheiße. Kennt man ja so aus ja, Fotos etc. oder Animes oder wo auch immer man her Anime Japan kennt. So eine Tempelanlage, die praktisch, wie gesagt, über dem Wasser gebaut ist, also mit so Schutzpfeilern, ist tatsächlich sehr verbreitet in ländlichen Regionen. Und da wir hier auch so eher so ländlich bauen, dachte ich, passt hier super hin. Und unser nächstes Großprojekt, das steht auch schon fest, ist... Hier. Hier kommt, beziehungsweise also hinter dem Berg hier. Dieser großen flachen Ebene kommt dann später ja das von uns erst provisorisch getaufte Chinatown, also eine richtige Stadt halt im chinesischen Stil, ein bisschen abseits vom Spawn wird das hier praktisch alles eingeebnet, kennt man ja Terraforming etc. und dann kommt hier, wie gesagt, eine richtig schöne ja Kleinstadt so aus der Edo-Zeit oder vielleicht vor der Edo-Zeit etc. Und die wird dann hier praktisch über diesen Wasserpalast mit angebunden an so einen kleinen Weg, der dann halt darüber geht. Ja, das sind so die beiden Projekte, also das hier und die Stadt da hinten, das sind so die beiden aktuellen Projekte. Wobei das hier schon im Laufen ist und das ist bisher nur in Planung. Ja, das zu den aktuellen Bauvorhaben. Ist schon nicht schlecht. Langsam wird das hier echt was. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Bauvorhaben abseits von dem Spawn hier von Angel Town. Heißt also da hinten zum Beispiel, da bauen Debian 44 und seine Volksleute, sag ich jetzt mal. Da hinten irgendwo eine Burg. Dann hat Lilia da halt da hinten noch ihren Tempel. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir können mal ganz kurz darüber gehen. Achso, siehst du. Können wir mal den offiziellen, ach du Scheiße, den offiziellen Weg gehen, heißt also from, damit man hier mal ein bisschen mehr sieht hier so, schön hier vom Spawn starten, laufen wir mal richtig schön Kathedrale ab hier, aber wieder so eine kleine Rundschau-Folge, es sieht schon alles echt geil mittlerweile aus. Unser Baumwerk, also Holzwerk hier. Jetzt einmal ab durch das Tor.
Wie gesagt, das alte Tor war an sich auch nicht schlecht, aber das Problem war halt bei dem alten Tor, es hat halt nicht wirklich zu irgendwas gepasst. Es war halt, weil es so groß war, hätte man, um dem Ding eine Berechtigung zu geben, quasi irgendwas anderes Großes bauen müssen, was dann daran angrenzt. Und das passt halt hier zu unserer beschaulichen Stadt, Landschaft hier halt nicht. Und dementsprechend haben wir uns halt für was Kleineres entschieden. Und weil ich irgendwie in dem Moment so auf dem Trip war, Asiatier. Ja, ich habe eigentlich meinen Leuten gesagt, die sollen kein Dia verwenden. Da hat wohl einer nicht ganz zugehört. Den muss ich nachher dann wohl mal rügen. Also behaltet euch das Haus gut in Erinnerung, das wird es später nicht mehr geben. Spaß. Ja, so, und jetzt laufen wir mal zu Lydia. Ja, und wie gesagt, weil ich halt im Moment halt so auf diesem asiatischen Film war, ich bin ja die ganze Zeit. Ich bin ja eher so ein Asienliebhaber. Oh, hier ist auch ein neuer Weg entstanden, den kenne ich doch gar nicht. Okay. Interessant, den Weg hier kenne ich noch nicht. Nice. Gehen wir mal lieber wieder zurück hier. So, hier waren wir. Von hier sieht man auch diesen schön den Dojo. Auch geil. So, hier ist die Stadtgrenze. Hier ist Angel Town quasi vorbei. Ab jetzt beginnt das Niemandsland. Aha, da sind schon die ersten Gebäude von Lilia. Also die gerade on ist. Weg zum Hotel des Boothaus. Ja, das ist okay, da ist ein kleines Mini-Hotelchen, die sieht man ja schon. So aus dem Ufer ragend. Oh, das schwebt noch. Achso, nee, ist unten auf eine Säule gebaut. Na gut, sieht trotzdem ein bisschen seltsam aus. Muss ich immer noch mal Bescheid sagen, dass sie da mal noch mal ein paar Stützen bauen soll. Das sieht so ein bisschen seltsam aus. Aber gut. So, dann geht's hier so einen Waldweg. Hier kommt man direkt auf ihre neuen Gebäude. Nice. Na? Das sieht doch mal geil aus hier. Wir haben übrigens mittlerweile auch ein relativ großes Netz über die Welt verteilt. Ja, das Gebäude kennt ihr vielleicht noch vom Spawn. Das wurde jetzt hierher verfrachtet. Hier dann auch schon mit Bahnanlage, klar. Mit Bahnanlage. Und jetzt geht's weiter. Überall Kakao. Oh, Kakao. So, jetzt geht's den Weg lang. Ich weiß nicht, ob der Weg begehbar ist, weil auf dem Weg gab es eine kleine Baustelle oder gibt es eine kleine Baustelle. Und da weiß ich nicht, ob der Weg mittlerweile wieder begehbar ist. So, was mehr? Wir gehen aber in die Richtung. Weg nach Lilienthal. Genau. Okay, da fliegt eine Flamme. Ah, nee, doch nicht. Wurde gerade der obere Bereich erst geladen. Boah, das sieht ja aber auch geil aus. Nicey-dicey. Sieht schon alles echt nicht schlecht aus hier. Ja, da Lava. Ein Wolf. Oh mein Gott. Nein, bitte stirb nicht. Aber diese kleinen random Hütten, die da irgendwo so immer so irgendwo rumstehen, die nach nichts wirklich aussehen. Oh! Hier ist mittlerweile auch ein bisschen begrünt. Ja, können wir mal ganz kurz raufgehen. Hier gibt es nämlich was zu sehen. Und zwar neben den Blumen gibt es hier noch was anderes.
Und zwar wollte ich euch diesen Baum hier zeigen. Der ist gewachsen aus echter Eiche. Spaß, nein, das da. Ein Labyrinth. Die Blumen sind hier nicht unbedingt schnell. Die sind nachträglich gesetzt. Genauso wie das Labyrinth auch als solches. Ich hatte das schon gehört, es soll auch Labyrinthe geben, die von sich selbst aus wachsen, aber sowas gibt es im Moment noch nicht. Ja, wie gesagt, die Hütte da, keine Ahnung, was mit der ist, warum die da steht, ob da jemand wohnt. Wahrscheinlich auch noch nicht protected oder so. Ne, komplett verwahrlost. Aber sogar schon mit dem Feld. Nice. Na gut, lassen wir mal hier stehen. Solche Sachen reiße ich ja gerne auch mal ab, wenn die einfach da so rumstehen, völlig verwahrlost und auch keine Area ist. Ich meine, wenn es ein richtiges Haus wäre, ja, aber das ist ja einfach nur ein bisschen Holz aneinander gereiht. Das ist ja nun wirklich kein Unterschlupf. Hat nicht mal ein Dach. Von daher, wie gesagt, sowas reiße ich halt gerne mal ab. Die Map muss ja nicht zugemüllt werden, zumindest nicht in der Nähe vom Spawn. Ich meine, wenn man jetzt irgendwo, weiß nicht, 1000 Blöcke abseits vom Spawn da irgendwie was hinklatscht, ist mir das auch relativ egal. Aber alles hält sich in Grenzen. Wow. Ach, das sieht geil aus, ey. Einfach mal so lang zu laufen, so durch den Wald, ist schon eine geile Sache. So, willkommen im Lilienthal. Und hier hat Lilie einen Tempel nachgebaut. Den man immer ab und zu in den Wüsten sieht, nur halt ein bisschen Einkreation, zum Beispiel hier dieses transparente Glas, das ultra geil aussieht. Naja, Flagge halt. Und hier ist halt eine richtige Wohnung drin. Das sieht einfach fucking awesome aus. Oh, ich wollte gerade gar nicht essen. Ich wollte gerade hier zumachen. Kuchen, Essbereich und Badezimmer. Interesting. Richtige Küche. Oh, Freunde? Ja, deswegen, hier sieht man schon, hier gibt es ein paar, mittlerweile ein paar Netzwerke und manche Netzwerke sind auch schon relativ stark ausgebaut. Von daher, gut, ich würde mal sagen, das war's erstmal mit dem Let's Play, denn, also mit der Folge. Dann, ich persönlich mal sagen, wir sehen uns zur nächsten und letzten Folge, wo wir dann auch erstmal wieder zurücklaufen zu unserem Haus. Und dann bauen wir mal den automatischen Ofen, ne? Schau mit V.